Moin, moin, liebe Werder-Fans. Schöne Grüße hier aus dem Zillertal. Hier geht gerade der erste richtige Trainingstag von den Werder-Profis zu Ende. Es war ein langer Tag. Trainer Alexander Nuri hat die Profis bereits um 7:20 Uhr heute Morgen zum Lauf gebeten. Danach folgten dann noch zwei schweißtreibende Einheiten auf dem Platz. Und morgen steht dann ja auch gleich der erste Härtetest auf dem Programm. Um 16 Uhr geht es hier im Zillertal im Testspiel gegen Ajax Amsterdam. Das Spiel könnt ihr übrigens live bei Sky Sport News HD gucken, wenn ihr mögt. Ein besonderes Spiel wird das natürlich für Niklas Moisander. Der trifft nämlich auf seinen ehemaligen Verein und hat uns gesagt, dass das für ihn natürlich eine ganz besondere Sache ist und dass er sich freut, einige Leute von damals wiederzusehen. Er hat gleichzeitig auch im Gespräch verraten, dass er hofft, dass Werder jetzt nach den Abgängen, die es bereits zu verzeichnen gab, nicht noch weitere Leistungsträger abgeben wird. Geht natürlich vor allem um Zlatko Junuzovic, der ja von Trabzonspor heftig umworben wird. Bemerkenswert fand ich in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass Moisander gesagt hat, dass er zwar Sladi gesagt hat, dass er sich wünscht, dass er bleibt, dass die Mannschaft ihm allerdings auch nicht böse wäre, wenn er den Verein verlassen würde. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann morgen wieder. Auf Wiedersehen!